KI-Tools machen anspruchsvolle Schreibaufgaben schneller und auch besser bearbeitbar. Sie entlasten Schreibende also, schaffen aber auch den Nährboden für Innovation. Studierende sollten daher unbedingt Gelegenheit haben, den verantwortungsbewussten Umgang mit KI-Tools zu erlernen. Das impliziert natürlich auch die Prüfungskultur. Von der Textzusammenfassung über das Laborprotokoll bis zur Masterthesis. Insbesondere bei solchen unbeaufsichtigten schriftlichen Prüfungen können KI-Tools weit in die Texte eingreifen. Unter Bedingungen von KI ist also weniger denn je sichergestellt, dass Texte die Fähigkeiten ihrer AutorInnen auch wirklich widerspiegeln. Hochschulen brauchen daher sinnvolle Rahmenbedingungen, transparente Regelungen und Handlungsspielräume, um Prüfungen sinnvoll zu gestalten. Letztlich entscheiden natürlich Sie als Lehrende, in welchen Kontexten Sie KI-Tools verbieten, dulden oder auch fördern möchten und wie Sie Ihre Prüfungssettings und Ihre Anforderungen entsprechend anpassen.